Meine Herren, auch von mir herzlich willkommen. Sie haben sich vielleicht schon gefragt, warum Sie denn heute mit einem X3 M40i, einem M3 CS oder einem M4 Cabrio mit Individualausstattung vom Flughafen hergefahren sind, wo es doch in erster Linie hier um unsere beiden neuen Competition-Modelle geht. Aber die Antwort ist ziemlich einfach. Wir sind, und so lautet der Eintrag in das Handelsregister, die MBWM GmbH, Gesellschaft für individuelle Automobile. Und das bedeutet, dass wir eine breite Modellpalette vom M-Performance-Automobil bis hin zum kompromisslosen Sportwagen bedienen, aber eben auch nach wie vor den wachsenden Trend zur Individualisierung vom M-Sportpaket bis hin zum maßgeschneiderten Fahrzeug der Individualmanufaktur. Innerhalb unserer Modellpalette gibt es eine klare grundsätzliche Hierarchie. M-Performance-Modelle wie der M550D oder X3 M40i stehen mit ihren M-spezifisch optimierten Antrieben, Fahrwerken und Ausstattungen klar über den Topmodellen der BMW AG und vereinen sehr hohe Dynamik mit höchster Alltagstauglichkeit. High-Performance-Automobile wie ein M4 oder M5 bieten noch einmal signifikant mehr Fahrdynamik und Leistung und sind voll rennstreckentauglich. Unsere neuen Competition-Modelle, erstmals jetzt mit M2 und M5 eingeführt, ersetzen ab sofort die bisher bekannten Competition-Pakete als eigenständige Modellkategorie mit noch einmal mehr Rennstreckenfokus und mehr Leistung. Bei unseren CS-Modellen, die es nur in begrenzter Stückzahl und immer nur kurze Zeit gibt, geht der Schieberegler noch weiter in Richtung Track-Focus, unter anderem mit Fahrwerks-, Antriebs- und Leichtbaumaßnahmen, womit wir auch schon beim M2 Competition sind. Optisch unterscheidet er sich in mehreren Details vom bisherigen M2. Die Frontschürze hat deutlich größere Lufteinlässe und auch die neue Niere ist deutlich größer. Übrigens, die bräuchten wir allein schon wegen des zusätzlichen Ölkühlers. Die Außenspiegel sind nun im typischen M-Design gehalten. Hier haben wir auf einen vielfachen Kundenwunsch reagiert. Adaptive LED-Scheinwerfer sind ebenso Serienausstattung wie die Individual-Hochglanz-Shadowline und Fenstergrafik, Niere, Kiemen und Endrohrblenden. Hinzu kommen die optionalen 19 Zoll Schmiederäder und zwei weitere Farben. Sunset Orange Metallic und die exklusiv dem M2 Competition vorbehaltene Farbe Hockenheim Silver Metallic. Im Interieur fallen die neuen M-Sportsitze mit beleuchtetem M2-Emblem, die M-Sicherheitsgurte und der rote Startknopf auf. Das M-Lederlenkrad trägt jetzt die M1-M2-Tasten und in der Mittelkonsole sind die von allen M-Modellen bekannten Direktkontakttasten für die verschiedenen Fahrmodi für Motor und Lenkung verortet. Eine ganz entscheidende Veränderung stellt der komplett neue Vorderwagen mit der aus dem M3 und M4 bekannten Dom-Stirnwandstrebe und der CFK-Präzisionsstrebe dar, was die Steifigkeit deutlich erhöht. Herzstück des neuen M2 Competition ist aber der neue, vom M3, M4 adaptierte Motor, der außergewöhnlich für einen Turbomotor bis 7600 Umdrehungen dreht. Im M2 Competition leistet der Twin Power Reihen 6 Zylinder 410 PS und erreicht ein maximales Drehmoment von 550 Newtonmeter. Ebenfalls neu ist die zweiflutige Abgasanlage mit elektronischer Klappensteuerung und modernster Emissionsregelung. In allen relevanten EU-Märkten ist selbstverständlich ein Autopartikelfilter serienmäßig. Die Fahrleistungen sind herausragend. Mit dem optionalen MDKG beschleunigt der M2 Competition in nur 4,2 Sekunden von 0 auf Tempo 100. Mit dem serienmäßigen Handschalter, ja, es gibt noch Handschalter, in 4,4 Sekunden. Der Topspeed liegt in beiden Fällen bei abgeregelten 280 Stundenkilometer, sofern Sie das M-Drivers Package gewählt haben. Querdynamisch ist der M2 seit jeher Benchmark. Schließlich basiert das Fahrwerk auf dem des M3, M4. Komplett neu abgestimmt wurde das aktive M-Differential und das ESC.
das nun in allen Situationen noch feinfühliger arbeitet. Fehlt noch die Bremse. Neben der serienmäßigen M-Compound-Bremse gibt es die neue M-Sport-Bremse mit vorne 400 mm Scheiben und 6 Kolben Festsattel und hinten 380 mm Scheiben und 4 Kolben Festsattel, leicht erkennbar an den grauen Bremssattel. Und nun zu unserem zweiten Highlight heute, dem neuen M5 Competition. Typisch Competition sind auch hier Nierenrahmen, Kiemen, Heckspoiler sowie die Außenspiegelklappen in Hochglanzschwarz. Dazu gibt es exklusive, besonders leichte 20 Zoll Schmiederräder. Wie der M5 verfügt auch der neue M5 Competition über das 8-Gang M-Steptronic-Getriebe mit seinen außergewöhnlich kurzen Schaltzeiten, den zentral gesteuerten M-X-Drive und das ebenfalls zentral gesteuerte aktive M-Differential in der Hinterachse. Das Antriebsmoment wird von der elektronisch gesteuerten Lamellenkupplung des Verteilergetriebes stufenlos und voll variabel zwischen den Vorder- und Hinterrädern sowie vom aktiven M-Differential zwischen den beiden Hinterrädern verteilt. Und wer will, kann natürlich auch beim Competition auf reinen Hinterradantrieb umschalten. Zum Motor. Der 4,4 Liter V8 leistet hier 625 PS. Auch die Drehmoment- und Leistungsentfaltung wurde noch einmal optimiert. Das maximale Drehmoment von 750 Newtonmetern steht nun von 1800 bis 5800 Umdrehungen bereit und damit um 200 Umdrehungen länger als beim M5. Ergebnis: Der M5 sportet in 3,3 Sekunden von 0 auf Tempo 100 und die Tempo 200 Marke wird aus dem Stand bereits nach 10,8 Sekunden erreicht. 0,3 Sekunden früher als beim M5. Die klappengesteuerte M-Sport-Abgasanlage wurde neu abgestimmt und selbstverständlich hat auch der M5 Competition in den relevanten EU 28 Plus Märkten einen Autopartikelfilter an Bord. Auch das Fahrwerk haben wir hier nachgeschärft. Einen spürbaren Einfluss auf das Fahrverhalten hat die Competition-spezifische Motorlagerung mit deutlich schlafferer Anbindung. Damit verbessert sich nicht nur das Ansprechverhalten des Motors, auch das Einlenken ist noch einmal direkter und präziser. Hinzu kommt eine neue Fahrwerksabstimmung mit einer Fahrzeugtieferlegung um 7 mm und Modifikationen an der Radaufhängung, der Federung und der Dämpfung. An der Vorderachse wurde der Radsturz erhöht und an der Hinterachse kommen Spurlenker mit Kugelgelenken anstelle von Gummilagern zum Einsatz. An der Hinterachse wurde die Federrate des Stabilisators steifer ausgelegt und die Federung an sich wurde insgesamt um 10% steifer ausgelegt und entsprechend auch die Dämpferhydraulik angepasst. All diese Änderungen kommen vor allem auf der Rennstrecke zur Geltung, was Sie mit dem M5 Competition morgen erleben werden. Jetzt geht es erstmal für die hellblaue Gruppe mit dem M5 Competition auf den Scenic Drive. Der M2 Competition, also die rote Gruppe, geht nun auf die Strecke und damit übergebe ich an Stefan Landmann von der Driving Experience. Dankeschön.